Porträts von sich, Freundinnen oder Kolleginnen. So präsentieren sich die Künstlerinnen der Jahrhundertwende. Frauen um 1900 hatten mit zahllosen Klischees zu kämpfen. Und deshalb sind sie die Heldinnen der Ausstellung, Malerinnen und Bildhauerinnen aus dieser Zeit. Wie Ottilie Röderstein aus Hofheim im Selbstporträt oder die Freilichtmalerei der Frankfurterin Eugenie Bandel. Städelfrauen, Künstlerinnen zwischen Frankfurt und Paris. Die Künstlerinnen, die wir in dieser Ausstellung zeigen, haben entweder an der Städelschule gelernt oder aber sie waren als Lehrerinnen an der Städelschule engagiert. Oder aber, und das ist noch viel wichtiger, sie waren Teil eines Netzwerkes, das von Frankfurt bis nach Paris gereicht hat, wo diese Künstlerinnen zwischen dem Städelmuseum und den Ausbildungsstätten in Paris miteinander gearbeitet und auch gewirkt haben. Um 1900 durften Frauen noch sehr wenig, gerade in Deutschland. Und bis 1919 schon gar nicht an staatlichen Akademien studieren. Viele Künstlerinnen gingen deshalb ins lässigere Paris, wo sie an privaten Akademien renommierter Maler studierten. Das war auch ein Geschäftsmodell, denn Künstlerinnen mussten teilweise doppelt bis dreifach so viel Studiengebühren bezahlen, wurden aber auch nur einmal in der Woche von ihren Lehrern unterrichtet und korrigiert. Das heißt, man hat den Künstlerinnen um 1900 viele Steine in den Weg gelegt. Vor allem bei der Bildhauerei. Von Arbeiten mit Marmor oder Bronze sollten die Frauen gefälligst die Finger lassen. Der Grund? Männliche Künstler hatten Angst um ihre Pfründe, denn mit Denkmälern und Statuen verdienten sie viel Geld. Begründet aber haben sie das natürlich ganz anders. Bildhauerei ist mit physischer Anstrengung, ist mit Schmutz verbunden. Man muss auch sozusagen dreidimensional denken können. Und Frauen wurde einfach immer abgesprochen, dass sie das können. Es waren eigentlich nur Vorurteile. Eine der schillerndsten Künstlerinnen war Ottilie Röderstein. In Paris lernte sie Aktmalerei, ungeheuerlich damals. Dann bezog sie im Städel ein eigenes Atelier, wo sie andere Malerinnen unterrichtete. Überhaupt lebte sie jenseits vieler Konventionen. Ottilie Röderstein, die ja eine ungewöhnliche, sehr selbstbewusste auch Lebenspartnerschaft mit Deutschlands erster Chirurgin Elisabeth Winterhalter eingegangen ist. Sie war die große Protagonistin, die große Helferin, Unterstützerin der Künstlerinnen in Frankfurt und Paris. Die Ausstellung beleuchtet auch die Künstlerinnen um Ottilie herum. Frauen, die sich gegenseitig förderten. Ein weibliches Jobnetzwerk, eher selten für Frauen um 1900. Ich finde es schön, dass man so viele Künstlerinnen kennenlernt, die man leider alle gar nicht kennt. Und dass man eben sieht, dass da so viel Talent da war und dass dem jetzt Raum gegeben wird. Gefällt mir. Ich möchte sie einfach kennenlernen und schätzen lernen. Und jetzt gerade habe ich mich hier in die Eugenie Bandel verliebt. Also da denke ich, was für klasse Bilder. Dann umso bemerkenswerter ist, in einer Zeit, wo Frauen es sowieso schon schwer hatten, dann auch noch in diesem Bereich tätig zu sein. Also ja, ist schon sehr beeindruckend. Die Ausstellung Städelfrauen bis zum 27. Oktober in Frankfurt